Ja, ich habe es mir lange überlegt, aber jetzt habe ich es dann doch getan. Ich habe mir einen Kantenschutz gekauft aus Edelstahl. Ich werde euch das unten in der Beschreibungsbox, den Link werde ich euch dort reingeben. Die Teile kamen jetzt sehr schnell an. Ich glaube, hat nur einen Tag gedauert. Sind sehr massiv, aus sehr massivem Edelstahl, sind auch sehr schwer und man kann sie gut einbauen. Muss allerdings aufpassen bei dem Kofferraumkantenschutz, dass man die Dichtungslippe unbedingt mit anhebt und dieser Edelstahlschutz, dass man den praktisch da drunter macht. Sonst, ich habe viele gesehen, die haben das einfach nur oben drauf gepappt, das hält er nicht. Ich muss sagen, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Porsche, Mercedes S-Klasse, oder da muss man schon lange suchen. Fahrzeuge, die das serienmäßig drin haben, gibt es wenige. Wie gesagt, ich war es mittlerweile jetzt leid. Man merkt schon, da kommen immer mehr durch Koffer und Taschen, kommen so Kratzer rein und so, und das wollte ich nicht mehr. Jetzt habe ich mir den Kantenschutz gestern installiert. Und dauert nicht lange, geht relativ gut. Übrigens, es wird ja auch immer wieder gesagt, ich bin gerade schwer durch den Regen gefahren, dass das Wasser irgendwie in den Innenraum laufen würde, in den Kofferraum. Auch das kann ich euch jetzt mal zeigen, dass das nicht stimmt. Der Kofferraum ist noch sehr nass. Ich drehe jetzt einfach mal gerade um. Also hier sieht man sehr schön, wie nass das ist. Ich hebe das mal ganz kurz an und dann läuft da oder tropft da nichts runter. Und auch in den Innenraum ist da kein Wasser drin. Also es geht ganz gut. Ja, hier ist der Kantenschutz. Da ist er. Der geht hier entlang. Hier ist das Schloss für den Kofferraum. Hier geht es weiter mit dem Kantenschutz. Und wie gesagt, es ist ein hochwertiges Material. Es ist wirklich, wirklich massiv. Und wo man wirklich drauf aufpassen muss, kann man einen Fehler machen. Man muss hier diese Lippe, die muss man anheben, ganz wichtig. Und dann mit dem Finger so ziehen, weil dahinter ist so eine Art Nut. Und diese Nut muss unbedingt mit dieser Lippe hier verdeckt werden. Und das zieht sich sozusagen hier komplett einmal komplett durch. Deswegen dringend, dringend hier diese Edelstahlkappe, sieht man hier auch hier unter die Lippe. Ich habe viele gesehen, die haben die drüber gemacht. Das ist falsch. Und dann feste drücken, ist so ein selbstklebendes Band darunter. Und dann ist die Sache eigentlich gegessen. Also sieht sehr, sehr gut aus. Übrigens, ich lade auch gerade wieder hier an der Ladestation in dem Parkhaus. Und ja, kurzer Weg. Ich sehe gerade, Kabel ist jetzt ein bisschen nach unten gefallen, aber das ist nicht so schlimm. Und ich zeige euch ganz kurz vorne noch, vorne den Kantenschutz. Den gibt es nämlich direkt im Doppelpack. Den gibt es also nicht alleine. Muss das also zusammen kaufen. Ja, und hier muss ich auch ehrlich sagen, es ist ja Tesla freigelassen, als wenn das da reingehören würde. Weil jetzt ist das ganz bündig hier. Und vorher ist es ja im Prinzip auch wieder eher wie so eine Mulde. Und als wenn es da reingehören würde. Sieht auch sehr schön aus. Und jetzt sieht man mal, die Dichtungen, die ich am Kofferraum gemacht habe, bringen schon Wirkung, weil hier innen bleibt es doch extrem trocken. Es hat ja nach langer Zeit mal wieder geregnet und ich habe ja eigentlich den Wagen kaum im Regen bewegt. Und jetzt sieht man eigentlich, dass es hier trocken bleibt. Durch die Dichtungen, die da oben sind und auch die Dichtungen, die an der Seite sind, die es ja normalerweise nicht gibt. Und dadurch ja, ist es hier wirklich klasse trocken geblieben. Kann man nicht meckern. Und hier vorne auch nur ein paar Tropfen. Und das ist das Gesamtbild. Ja, dann drehe ich nochmal ganz kurz um. Das war's von meiner Seite aus. Ein schönes Wochenende. Alles Gute. Macht's gut. Der Jörg aus Darmstadt. Tschüss.